Hallo und herzlich willkommen meine Genossen, mein Name ist Dennis und heute will ich euch meine 5 Lieblingsmaps aus allen Call of Duties präsentieren. Allerdings werde ich nur Gameplay von Black Ops 3 nehmen. Fangen wir direkt mal an. Auf dem 5. Platz habe ich die Karte Shangri-La. Allein das Design der Map, ein Dschungel, bewaldet und voller Sonnenschein. Drumherum Artefakte und das Easter Egg der Map ist ebenfalls das coolste, das ich jemals gesehen habe. Was diese Map ebenfalls zu einer meiner Lieblingsmaps macht, ist einfach, dass sie sehr schwer ist. Um auf dieser Karte eine schöne Highround zu erreichen, muss man sich sehr zusammenreißen und voll konzentriert dabei sein. Vor allem bei Black Ops 3. Auf dem 4. Platz habe ich die Karte Moon. Allein, dass wir eine Karte haben, wo wir uns von der Erde auf den Mond teleportieren und mit dem Easter Egg die Erde dann komplett zerstören, ist einfach wahnsinnig und cool. Die Schwerelosigkeit ist auf der Karte gut dargestellt, allerdings finde ich diese bei Black Ops 1 besser, da man wirklich das Gefühl hat, dort zu schweben. Im Allgemeinen finde ich die Karte bei Black Ops 3 besser als bei Black Ops 1. Die Strategie, die man bei Black Ops 3 spielt, macht einfach so viel Spaß, aber das heißt nicht, dass die Strategie bei Black Ops 1 weniger Spaß macht. Sie ist bei Black Ops 3 nur angenehmer. Den 3. Platz belegt die Karte der Riese bzw. The Giant. Dieses Klassische dieser Map ist einfach nur geil. Jedes Mal, wenn ich die Giant starte, fühle ich ein Stückchen Nostalgie, denn ich habe schon so viele Stunden bzw. schon Tage auf der Riese verbracht. Vor allem verbindet mich diese Karte sehr mit Vectic, da wir dort beide unsere Personal Bests haben, was ein lustiger Fakt ist, dass Kevin und ich ziemlich unlucky sind und zweimal wegen Fehlern auf Runde 114 gestorben sind. Einmal bei Black Ops 1 der Riese und einmal auf The Giant bei Black Ops 3. Die Strategie, die man bei Black Ops 1 spielt, hat eine so schöne Synergie, dass es einfach so viel Spaß macht, diese Map zu spielen. Genauso wie bei Black Ops 3. Auf meinem 2. Platz habe ich die Karte Kino der Toten. Na, wer kennt's nicht? Ich denke, diese Karte ist bei so ziemlich jedem in der Rangliste der Lieblingsmaps. Liege ich da richtig? Falls ja, lass ein Like da. Warum ich unbedingt Kino der Toten auf den 2. Platz gelegt habe, ist einfach mit einem Wort beschrieben. Nostalgie. Mit Kino der Toten fing das 8-jährige Abenteuer des Zombie-Modus bei mir an. Wer von euch ist ebenfalls schon so lange dabei? Schreibt es in die Kommentare. Bin gespannt, wer schon genauso lange oder länger dabei ist. Ich finde einfach, dass die Strategien auf dieser Karte so cool sind. Ich erinnere mich noch damals, als ich 6 Stunden lang um die komplette Map gelaufen bin, um Runde 46 zu erreichen. Und da war ich sehr stolz drauf damals und bin es heute noch. Und auf dem 1. Platz habe ich meine absolute Lieblingsmap. Shadows of Evil. Es hat ganz genau 3 Gründe, warum ich diese Map auf den 1. Platz setze. Der 1. Grund ist die Wunderwaffe. Sie ist einfach gnadenlos, man schießt und alles wird eingesaugt. Einfach nur geil. Der 2. Grund, das Design der Map. Düster, große Stadt, enge Gänge, einfach ausgedrückt, relativ schwer. Und der 3. Grund ist, dass die Strategie auf dieser Map eine so fantastische Synergie hat, dass es sogar noch nach 100 Runden Spaß macht, sie zu spielen. Ich habe sehr viel Zeit auf dieser Karte verbracht und schätze einfach, wie viel Arbeit Treyarch in diese gesteckt hat. Ich liebe natürlich jede Zombie-Karte, bei mir ist es nicht so, dass ich eine absolute Hassmap habe, denn ich weiß, Treyarch versucht uns, die Zombie-Community so stark wie es nur geht, zu unterstützen. Ich bin der Meinung, dass wir dieses Jahr einen absoluten Fokus auf den Zombie-Modus bekommen. Deswegen weiß ich jetzt schon, dass die Titanic meine und von vielen anderen die Lieblingsmap wird. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingsmaps sind. Ich bin sehr gespannt drauf. Außerdem werde ich heute mal wieder live auf Twitch sein, wie gewohnt, 19 Uhr. Link dazu ist natürlich in der Beschreibung. Wenn du nichts mehr von mir und dem Video zu dem Zombie-Modus verpassen möchtest, kannst du sehr gerne abonnieren. Da ich meine Community sehr schätze, seht ihr gerade meine WhatsApp-Nummer eingeblendet. Schreibt mich unter diese an und ihr werdet immer informiert, wenn es etwas Neues geben wird. Das war's erstmal von mir. Bis zum nächsten Video. Euer Dennis und ciao.